Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnviertel in der Stadt Pokrovsk in der Region Donetsk sind nach ukrainischen Angaben mindestens 8 Menschen getötet worden. 2 Geschosse schlugen in ein Wohnhaus ein. Weil die zweite Rakete 40 Minuten nach dem ersten Angriff traf, sind auch Rettungskräfte unter den Opfern. 5 Zivilisten seien getötet worden, heißt es von ukrainischer Seite. Unter den Verletzten seien auch ein Kind sowie 19 Polizisten. Russischer Beschuss wurde auch aus Kharkiv gemeldet. Dort wurden 2 Zivilisten durch Bomben getötet. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.